Ein fester Programmpunkt fast jeder Stadtführung, der Balkon auf dem Wiener Heldenplatz. Hier stand Adolf Hitler vor fast genau 75 Jahren und hielt seine sogenannte Anschlussrede für die österreichische Heimat. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land. Doch der Hitler-Balkon ist inzwischen auch Symbol einer eher problematischen Vergangenheitsbewältigung. Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, glauben 42% der Österreicher, unter Hitler war nicht alles schlecht. Ein Ergebnis, das die Wiener kaum überrascht. Ich glaube nicht, dass die Leute so besonders böswillig oder Nazis sind, sondern sie wissen einfach im Grunde nicht, was da abgegangen ist. Nicht? Es war auch nicht alles schlecht. Aber das Überwiegende war so schlecht, dass wir das andere fast nicht erwähnen dürfen. Der Historiker und grüne Nationalratsabgeordnete Harald Walser diagnostiziert den Österreichern denn auch fehlendes Bewusstsein für die Schrecken der NS-Zeit. Wenn ich daran denke, dass wir immer noch Kasernen haben, die nach hochdekorierten Wehrmachtsoffizieren und Generälen benannt sind, die übrigens auch als Kriegsverbrecher verurteilt worden sind, dann würde ich mir in dieser Hinsicht doch klarere Positionierungen wünschen. Sinnbild für die schleppende Aufarbeitung sind für ihn auch die Wiener Philharmoniker. Erst auf starken medialen Druck wurde eine Historikergruppe eingesetzt. Sie sollte die braune Vergangenheit des Vorzeigeorchesters aufarbeiten. Heute stellten die Wissenschaftler erste Ergebnisse vor und bestätigten, was viele schon ahnten. Damals hatte fast die Hälfte der Orchestermitglieder ein NSDAP-Parteibuch. Jüdische Musiker wurden ausgeschlossen. Und noch 1966 wurde dem ehemaligen Wiener Gauleiter Baldur von Schirach nach der Entlassung aus dem Kriegsverbrechergefängnis heimlich ein Ehrenring der Philharmoniker übergeben. Vom momentanen Stand der Forschung her war es eine Einzelaktion. Ausschließen kann man nichts und es will auch niemand etwas ausschließen. Weitere unangenehme Wahrheiten präsentiert eine Ausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek. Hier wird mit dem politischen Nachkriegsmythos Österreich als das erste Opfer Hitlers dann noch kräftig aufgeräumt.